Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Bisschen gesagt nicht von mir, von El Krengo. Piep, piep. Ja, der El Krengo ist hier am Start. Oh nein, das heißt ja P1, P1. Sorry, hab mich verlesen. P1, P1. So, Leute, er spielt hier mit verschiedenen Waffen und ballistisches Messer. Boah, coole Sache. So. Erstmal, moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3 mit einem neuen Commentary. Und ich habe heute ein bisschen überlegt, was ich heute eigentlich so mache, über welches Thema ich heute reden möchte. Ich möchte heute mal über das Leben sprechen, und zwar über Wasser. Ich hatte ja schon mal ein Nestle-Wasser gemacht. Wir möchten jetzt nicht mehr diesen blöden Betrügerkonzern ansprechen. Nestle. Es gibt noch andere Firmen, die auch uns ausnutzen, aber das geht mir jetzt gar nicht darum, sondern es geht einfach darum, was wir alles an Wasser verbrauchen. Und zwar, Wasser ist ja der Grundstoff unseres Lebens. Ihr glaubt gar nicht, wie wertvoll Wasser eigentlich ist. Wasser, das ist so wichtig für uns, das haben wir überall. Wir müssen nur den Hahn aufdrehen und wir haben sauberes, leckeres, mineralreiches Trinkwasser. Wir können irgendwo an die Quelle gehen, hier in den Wald rein. Da haben wir frisches Bergwasser. Vielleicht hat da ein Wildschwein reingepisst oder so. Aber mehr auch nicht, wenn ihr versteht, was ich meine. Und wenn man jetzt in die Länder geht, zum Beispiel, man muss gar nicht weit reisen. Zum Beispiel die Insel Fuerteventura in Spanien. Dort habe ich mal Urlaub gemacht. Da war Wasser wirklich ein kostbares Gut. Man konnte zwar im Hotel den Wasserhahn aufdrehen, aber die ganzen Leute haben gesagt, hey Leute, trinkt dieses Wasser lieber nicht. Dieses Wasser ist mit Bakterien auf jeden Fall belastet. So, das heißt, man wird von dem Wasser krank. Also, wir in Fuerteventura angekommen und gucken uns da mal um. Und die Leute haben da kein fließendes Wasser. Die haben nicht mal einen Wasserhahn. Und dort ist ja fast nur Wüste, richtig staubig an alles. Und da merkt man mal, wie wertvoll doch unser Wasser ist. Was ja eigentlich in Deutschland überhaupt nicht mehr respektiert wird. Es wird ja eigentlich nur noch verschwendet. Es ist ja so, dass das Wasser auf unserem Planeten natürlich nicht ordnungsgemäß verteilt ist. Das heißt, in Ländern wie zum Beispiel Afrika ist das Wasser natürlich viel mehr wert, als es zum Beispiel jetzt in Deutschland ist. Wert ist. Da verstehst du, was ich meine. Und zwar, es gibt natürlich auch in Afrika Teile, die sehr stark mit Regen überflutet sind. Zum Beispiel ist es die Region Kongo. Ihr kennt ja in der Mitte von Afrika, da ist sehr viel Wald. Da regnet es ordentlich mal ab. Oder im Regenwald, in Amazonas hier, beim Amazonas-Delta. Da regnet es auch, Mann. Da ist einfach, da ist richtig viel Leben. Das merkt man auch. Guckt euch mal die Erde von oben an. Google Earth am besten. Da seht ihr schon, was so gelb ist. Das ist Sand, ja. Genau, Sand. Keine Farbe, sondern Sand. Und das bedeutet auch leider Wüste. Und es gibt viele Teile auf unserem Planeten, die immer mehr vertrocknen. Und die Wüste holt sich langsam das fruchtbare Land. Mhm. Die Klimaerwärmung ist natürlich da mitverantwortlich, dass es halt immer staubiger wird. Besonders in Regionen von China merkt man es, dass es wirklich, wie soll man sagen, in China, China wird irgendwann mal eine Wüste, glaube ich. Ich bin der festen Überzeugung, weil es immer mehr Wüstenregionen gibt. Die Wüste Gobi zum Beispiel breitet sich immer mehr aus und irgendwann mal ist China, so wie Afrika, ein unfruchtbares Land. Und wohin dann mit über 1 Milliarde Menschen? Ja, ja. So, ich habe euch jetzt wieder sehr viel erzählt und ihr habt wahrscheinlich jetzt wieder alle Kopfschmerzen von diesen gewaltigen Informationen. Aber merkt euch eigentlich nur eins. Wasser hat die Formel H2O und Wasser schmeckt gut. Und Wasser ist unser Leben und unser kostbarstes Gut auf unserem Planeten. Und jetzt gucken wir uns nochmal 55 Sekunden das Gameplay an. Mit der Armbrust sowieso. Boah. Alter, mit der Armbrust was zu treffen ist ja wie, wie mit einer Feder ein Mammut zu erlegen. Das sehe ich zumindest so, weil ich habe das noch nie geschafft, mit der Armbrust irgendwas zu töten. Ich habe zwar immer in die Räume geschossen mit der Armbrust, wo was sein könnte, aber habe da irgendwie niemals getroffen. Ich verstehe das selbst nicht. Wahrscheinlich ist mein Internet zu langsam, aber mit 18 Abschlachtungen und gerade mal 11 Toten kann er ordentlich hier punkten. Boah, guckt euch das mal an. Hier, wie er mit dem Messer einen nach dem anderen einfach so tötet.
Oh, da ist sogar Big Daddy aus meiner PSN-Freundesliste. Big Daddy XD. Oh, komm, ups. Komm, jetzt haben wir noch 2 Sekunden. Schaffen wir vielleicht noch einen Kill? Wow! Ich glaube, wir haben den letzten Kill gemacht. Aber ganz oben ist Big Daddy 99 XD und El Krengo auf der 2, auf der 3, Macpolia und auf der 4, der... gibt's gar nicht. Haut rein, ciao, bis dann. So, jetzt muss ich noch auf ausdrücken hier. Ah Gott.